Und schaut, der Harald Wilimski, ihr alle kennt ihn, er hat gemeint, am Bundesparteitag vor einigen Tagen in St. Pölten, wir sollten aus der Hofburg die Aschenbecher verbannen. Ja? Jetzt sage ich euch ganz offen, als durchaus passionierter Raucher, ich bin dafür, dass wir die Aschenbecher stellen lassen, aber den Bundespräsidenten, den Herrn van der Bellen, aus der Hofburg verbannen, liebe Freunde. Das muss ja unser Weg sein.